Servus, grüß euch und hallo. Herzlich willkommen in unserer Rezepteküche von etza.online. Heute haben wir Buchweizenpfannkuchen mit Heidelbeeren für euch. Die Zutaten reichen für ca. 6 Personen und euer Zeitaufwand beträgt ungefähr 15 Minuten plus 60 Minuten Wartezeit. Ihr benötigt 50 Gramm Buchweizenmehl, 50 Gramm Weizenmehl, 3 Eier, 1 Viertel Liter Milch, 1 Achtel Liter Wasser, 30 Gramm Butter, 400 Gramm Heidelbeeren, 125 Gramm Zucker, Fett zum Backen der Pfannkuchen und Puderzucker zum Bestreuen. Kommen wir nun zur Zubereitung. Die Butter in einer Pfanne zerlassen, dann Mehl, Eier, Wasser, Milch, zerlassene Butter und 100 Gramm Zucker in einer Schüssel zu einem glatten Teig verrühren und 60 Minuten quellen lassen. Die Beeren mit dem restlichen Zucker bestreuen. In einer gefetteten Pfanne die Pfannkuchen von beiden Seiten backen. Mit den gezuckerten Beeren füllen und einrollen. Das Ganze dann im Backofen nochmal bei 80 Grad kurz erhitzen. Dann die Heidelbeerpfannkuchen mit Puderzucker bestreuen und servieren. Fertig! Für Anregungen und Fragen stehen wir euch gerne unter idee@etza.online zur Verfügung. Wünschen euch viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit. Euer etza.online-Team.